Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend und willkommen. Norbert Lehmann ist auch dabei für den Sport. Einen schönen guten Abend auch von mir. Schauen wir auf die Nachrichtenthemen des Tages. Mission Klimaclub in Dubai. Kanzler Scholz bringt bei der Weltklimakonferenz eine Gruppe mit ambitionierten Ländern an den Start. Feuerpause in Nahost beendet. Nach einer Woche Ruhe sind die Kämpfe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas wieder aufgeflammt. Und in der Gesamtwertung vorn, Biathletin Franziska Preuß sprintet in Östersund auf Rang 4 und übernimmt damit die Führung im Weltcup. Es sei noch nicht zu spät, den Zusammenbruch und das Verbrennen der Erde zu verhindern. So der Appell von UN-Generalsekretär Guterres auf der Weltklimakonferenz in Dubai. Heute und morgen sind dort diejenigen, die zu einer entscheidenden Wende beitragen könnten. 170 Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt. Auch der Bundeskanzler ist dabei, nur nicht auf diesem Foto, weil er erst danach ankam. Marc Hugo. Startschuss in Dubai für den Klimaclub. Der Bundeskanzler hat ihn mitgegründet. Der Club, ein Bündnis aus inzwischen 36 Industrie- und Entwicklungsländern. Gemeinsam wollen sie die Wende, vor allem für die Schwerindustrie, die sich noch schwer tut, klimafreundlich zu werden. Deshalb müssen wir insbesondere für die Perspektiven der Industrie und der wirtschaftlichen Entwicklung sicherstellen, dass wir gleiche Maßstäbe haben. Ein Beispiel, wie internationaler Klimaschutz immer konkreter werden kann, sagen Beobachter. Bei dieser COP kommt es eben darauf an, auch, dass wir wirklich Maßnahmen sehen, auch in verschiedenen Sektoren. Und das ist jetzt eben eine Initiative von einzelnen Ländern für den Industriesektor, da etwas voranzubringen. Am Ende muss man das daran messen, was wirklich passiert. Aber es ist ein guter Start, hier auch den Industriesektor in den Blick zu nehmen. Noch aber steigt der weltweite Treibhausgasausstoß, ebenso wie die Temperaturen, um inzwischen schon 1,1 Grad im Vergleich zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Mehr als 100 Regierungschefs und Staatsoberhäupter kamen in Dubai schon am Vormittag zusammen. Nicht weniger als die entscheidende Klimaschutzwende wollen sie hier schaffen. Am Ende der COP muss, fordert der UNO-Generalsekretär, vor allem eines stehen, das Aus für Kohle, Öl und Gas. Die Wissenschaft ist eindeutig. Das 1,5-Grad-Limit halten wir nur, wenn wir endgültig aufhören, fossile Kraftstoffe zu verbrennen. Nicht reduzieren, nicht mindern, aussteigen mit einem klaren Zeitplan. Morgen wird der Bundeskanzler vor dem Konferenzplenum reden, dann wird verhandelt. Ergebnisse soll es in rund 2 Wochen geben. Daniel Ponzen begleitet den Kanzler. Daniel, zu Hause steht Olaf Scholz massiv unter Druck. Wie schlägt er sich bislang in Dubai? Und er gibt sich unbeeindruckt von der Lage zu Hause, wie auch von der Tatsache, dass hier ja sowohl Deutschland als auch die Welt insgesamt noch weit weg ist von den Klimazielen, die man sich einst gesetzt hat. Das Ganze erinnert hier bildlich gesprochen an so eine Art riesiges Schneckenrennen, bei dem Deutschland sehr wohl ambitioniert vorne dabei ist, das schon. Allerdings weder mit der Geschwindigkeit, die man sich selbst mal von sich selbst gewünscht hatte und sich auch selbst verordnet hatte. Noch ist es so, dass die anderen noch größeren, noch wichtigeren Player, wie etwa China, mit gleicher Geschwindigkeit unterwegs werden. Sie sind noch viel langsamer und zum Teil sogar in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Der Kanzler versucht trotzdem an den Stellschrauben zu drehen, die ihm zur Verfügung stehen. Klimaclub zum Beispiel. Aber hierbei wie auch bei allen anderen Maßnahmen muss man eben erstmal sehen, wie wirkungsvoll das Ganze am Ende wirklich sein wird. Zumal auch hier die Geldfrage über allem schwebt. Der unklare Haushalt in Deutschland führt dazu, dass Zusagen aus Deutschland hier erstmal zumindest formell unter Vorbehalt stehen. Allerdings hat der Kanzler eben betont, dass die Gelder, die man hier zusagt, auch tatsächlich gezahlt werden. Die unklare Finanzlage führt allerdings auch dazu, dass der Kanzler schon früher abreisen wird, morgen Mittag nämlich schon, nach dann gerade mal 19 Stunden hier in Dubai. Daniel Ponzen, live aus Dubai. Vielen Dank. Jedes Jahr eine Klimakonferenz. Warum diese Treffen so wichtig sind, damit beschäftigt sich ZDF heute live, zu sehen um 19.30 Uhr in der Heute-App und in unseren Social-Media-Kanälen. Die Waffenruhe im Gazastreifen ist vorbei und Israel und die Hamas beschuldigen sich gegenseitig dafür. Vor allem im Süden greift Israel jetzt massiv an.
Um die Zahl der zivilen Opfer möglichst gering zu halten, setzt die israelische Armee auf eine neue Strategie. Auf Arabisch wurde eine Karte veröffentlicht, die den Gazastreifen in kleine Planquadrate einteilt. Jeder Palästinenser solle ablesen, wo er sich befindet und werde informiert, wenn in seinem Sektor Gefechte drohen. Über die neue Gewalt Luten Leinhus. Raketenalarm. Der Krieg ist zurück. Hamas-Raketen auf Israel, wenige Minuten vor Ablauf der Feuerpause. Israel reagiert mit aller Härte, schickt Panzer, Kampfflugzeuge und Bomben. Leider hat die Hamas entschieden, die Feuerpause zu beenden. Sie ist nicht bereit, weitere entführte Frauen und Kinder freizulassen. Und sie greift mit Raketen an. Nun wird die Hamas, die Mutter aller Schläge, zu spüren bekommen. Viele Bomben trafen heute Orte wie Khan Yunis, wohin bereits Hunderttausende aus Nordgaza geflüchtet sind. Israelische Flugblätter fordern die Menschen auf, noch weiter in den Süden nach Rafah zu gehen. Wir waren zu Hause und hörten gerade die Nachrichten, als die Bomben fielen und unser Haus zerstörten. Wir sind müde, ständig werden wir bombardiert. Wie sollen wir es in dieser gefährlichen Lage schaffen, bis nach Rafah zu kommen? Sie singen sich Mut zu auf dem Platz der Geiseln in Tel Aviv. Viele Wochen ein Ort der Hoffnung für die Familien und Freunde der Entführten. Sein Bruder ist unter den Geiseln. Lange hat er für Verhandlungen demonstriert. Jetzt ist Omri zerrissen. Ich vertraue meiner Regierung. Sie wird das Beste tun und danach zu Verhandlungen über Freilassungen zurückkehren. Als vorerst letzte Hamas-Geiseln haben 8 Frauen und Teenager es vergangene Nacht rausgeschafft aus dem Gazastreifen. 136 sollen noch Gefangene der Terroristen sein. Michael Beverungen in Tel Aviv. Die Hoffnung war, dass die Feuerpause länger hält und dass auch weitere Geiseln freikommen. Warum hat das nicht geklappt? Also von den ursprünglich mal etwa 250 Geiseln sind nach offiziellen Angaben noch 136 in Geiselhaft. Das sind vor allem Männer, aber auch 20 Frauen und 2 Kinder, wobei die beiden Kinder und ihre Mutter möglicherweise nicht mehr am Leben sind. Es gab dann Streit, wie die Frauen und die älteren Geiseln zu behandeln sind, welchen Status haben sie, sind es Soldatinnen oder Zivilisten. In der Logik der Hamas haben Soldatinnen einen höheren Verhandlungswert. Trotz dieses Scheiterns würde ich ein weiteres Geiselabkommen nicht ausschließen. Zum einen ist das Prozedere eingeübt, wie es vonstatten gehen könnte. Zum anderen werden beide Parteien im Verlauf der weiteren Kämpfe weiter unter Druck geraten. Die Hamas militärisch und die israelische Regierung innenpolitisch. Denn die Angehörigen der verbliebenen Geiseln werden darauf drängen, dass auch sie freikommen. Dankeschön für diese Informationen aus Tel Aviv, Michael Beverhunger. Der Krieg in Nahost verändert auch die Sicherheitslage in Deutschland. So warnt unter anderem der Verfassungsschutz vor einer akuten Gefahr islamistischer Anschläge. In Niedersachsen wurde ein 20-Jähriger in Gewahrsam genommen. Der Iraker soll Anschläge auf Großveranstaltungen in der Adventszeit geplant haben. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Weihnachtsmarkt in Hannover ein mögliches Ziel gewesen sein könnte. Nach Berlin und zur Diskussion über den Nachtragshaushalt. Der Bundestag hat heute dazu in erster Lesung debattiert. Nach dem Urteil aus Karlsruhe fehlen der Regierung Milliarden. Die Schuldenbremse fürs laufende Jahr soll ausgesetzt werden. Für das kommende Jahr will Bundesfinanzminister Lindner daran festhalten. Noch mehr Schulden bei stark gestiegenen Zinsen seien nicht der richtige Weg, so Lindner. Von SPD und Grünen kommen dagegen Forderungen, auch im kommenden Jahr die Schuldenbremse auszusetzen. Mehr Einnahmen in Zeiten knapper Kassen soll die zusätzliche Lkw-Maut bringen. Ab heute müssen schwere Diesel-Lkw einen Aufschlag für CO2-Abgase zahlen. Das soll dem Staat pro Jahr fast 8 Milliarden Euro bescheren und die Unternehmen zum Umstieg auf klimafreundlichere Lkw bewegen. Aber nicht nur Spediteure sind skeptisch und warnen vor steigenden Preisen für die Verbraucher. Oliver Deuker. Hart kalkulieren musste Transportunternehmer Rüdiger Böhm schon immer. Die Marge, also der Gewinn pro Auftrag, ist in seiner Branche gering.
Ab heute muss der Seniorchef pro Tonne CO2-Ausstoß 200 Euro auf die Lkw-Maut drauflegen. Wir rechnen mit über 2 Millionen pro Jahr. Bei unseren 100 Lkws hier auf der Straße sind dann. Und diese 2 Millionen können wir nicht kompensieren. Die müssen weitergereicht werden. Und das wird schlussendlich der Endverbraucher, der Bürger zahlen müssen. Böhms Kunden übernehmen also die Mehrkosten. Das ist aber nicht bei allen Transportunternehmern so. Wir vermuten eine hohe Anzahl von Insolvenzen, weil gerade auch die Lehrkilometer von den Auftraggebern nicht vollends übernommen werden können. Und das bedeutet, dass gerade unser Gewerbe, welches in den letzten Jahren schon sehr belastet worden ist, noch mehr belastet wird. Mit dem in Brüssel beschlossenen CO2-Aufschlag hofft die Ampelkoalition in Berlin, den Umstieg auf klimaneutrale Antriebe zu beschleunigen. Fachleute sind skeptisch. Geht es nur um die Einnahmen oder geht es wirklich um das Klima? Weil ein Klimaeffekt, den sehe ich an der Stelle erstmal nicht. Es werden so schnell und in den nächsten Jahren überhaupt keine Fahrzeuge, die elektrisch betrieben werden und dann die Maut eben auch nicht zahlen müssen, verfügbar sein. Der CO2-Aufschlag wird europaweit zeitlich und auch in der Höhe unterschiedlich gehandhabt. Die Mehreinnahmen hierzulande von etwa 7,6 Milliarden Euro pro Jahr sollen dem Ausbau der Bahn zugutekommen. Die Arbeit in der Altenpflege attraktiver machen. Mit diesem Ziel steigen dort ab heute die Mindestlöhne. Und zwar je nach Qualifikation auf 14,15 Euro bis 18,25 Euro pro Stunde im Mai nächsten Jahres, dann auf 15,50 Euro bis 19,50 Euro. Die Kehrseite: auf Pflegebedürftige kommen damit höhere Kosten zu. Heute ist Welt-AIDS-Tag. Vor gut 40 Jahren veränderte die Immunschwächekrankheit die Welt. Viele, auch junge Menschen, starben. Die Angst, sich anzustecken, war immens. Damals, in den 1980ern, stieg die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland massiv an und nochmal Anfang der 2000er. Derzeit infizieren sich hierzulande noch immer etwa 1.800 Menschen pro Jahr. Weltweit sind es rund 1,5 Millionen. Molin Ilau über einen Mann, der seit Jahrzehnten mit AIDS lebt. Erst fühlte es sich so an, als hätte er eine Grippe. Georg Berner Weindock ist damals 17 Jahre alt, als er die Diagnose bekommt. HIV-positiv. Ein Schock für den Homosexuellen aus Niedersachsen. Sein Arzt gibt ihm maximal noch ein Jahr zu leben. Ja, ich habe gedacht, jetzt ist alles vorbei und jetzt du brauchst eigentlich nichts mehr zu machen. Also weder Schule zu Ende noch Ausbildung noch Sonstiges. Weil die Prognosen waren ja auch sehr, sehr niedrig, die Überlebenschancen. In seinem Freundeskreis beginnt das Sterben. Berner Weindock geht von einer Beerdigung zur nächsten. Die Diagnose HIV in den 80er Jahren, fast ein Todesurteil. Das Virus zerstört das Immunsystem, es kommt zur Hysterie. Betroffene leiden neben der Krankheit an Ausgrenzung. 1996 gelingt der medizinische Durchbruch. Eine Therapie kann die Zahl der Viren eindämmen. AIDS bricht dadurch nicht aus. Menschen mit HIV können heute medizinisch wirklich gut leben und tun das in der Regel auch, zumindest wenn rechtzeitig diagnostiziert und behandelt wird. Aber Diskriminierung und Vorurteile machen den Menschen das Leben dann wieder schwer. Besonders schwer neben der Ausgrenzung war es für Georg Berner Weindock, früher so viele Tabletten einnehmen zu müssen. Mehr als 60 am Tag mit vielen Nebenwirkungen. Heute reichen 2. Das Gefühl ist, dass ich froh bin, dass die HIV-Infektionen zurückgehen. Dass es so gute Medikamente gibt, dass ich einfach heutzutage als chronisch krank gelte. Ja, das ist einfach, es ist eine Erleichterung. AIDS hat seinen Schrecken verloren, ist aber immer noch eine unheilbare Krankheit. Das ist der Blick von der Zugspitze an einem perfekten Skifahrtag. Leider sah das heute nicht ganz so aus. Ohnehin ist die Stimmung zur neuen Skisaison durchwachsen. Nicht nur der Klimawandel belastet die Skigebiete, offenbar lässt auch die Lust am Skifahren nach. Von Deutschlands höchstem Berg berichtet Claudia Vogelmann. Tief verschneit präsentiert sich die Zugspitze, doch die Idylle trübt. Der schwindende Gletscher lässt aus Hängen Senken werden, nimmt diesem Liftball die Unterlage, er ist angezählt. Doch auf Deutschlands höchstem Berg hält man noch am Skibetrieb fest. Wer nah an den Bergen wohnt, schickt seine Kinder eigentlich früh auf die Piste. Michi Brunner leitet eine Skischule am Hausberg und registriert jetzt aber, dass immer weniger Kinder, die hier wohnen, auch Skifahren können. Wir merken das oft an Skikurse für die Schulen, dass ein Drittel der
ja, Fünftklässler teilweise noch nie auf Ski gestanden sind. Noch nie wurde so kontrovers darüber diskutiert, ob Skifahren noch in die Zeit passt. In tieferen Lagen ist vielerorts künstlicher Schnee der Garant für den Skibetrieb. Schneekanonen und Lanzen werden zwar energieeffizienter, benötigen aber immer noch Wasser und Strom. Der Winterskitourismus ist dem Tod geweiht und es ist nicht zeitgemäß, daran festzuhalten und da weiter zu investieren. Garmisch-Partenkirchen ist ein Ganzjahresurlaubsgebiet. 40% aller Gäste kommen im Winter. Der Wintersport ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Solange der Winter und der Schnee zu uns kommt, gibt es gar keine Veranlassung, vom Wintertourismus generell Abstand nehmen zu wollen. Hier plant man schon für die Zeit mit wenig Schnee. Zu wichtig ist die Saison. Über 6000 Arbeitsplätze garantiert der Tourismus. Schnee hin oder her. Im schwedischen Östersund beim Biathlon-Weltcup gibt es reichlich Schnee, aber heute keinen deutschen Podestplatz. Ja, aber dennoch ein erfolgreicher Tag. Beim Sprint der Frauen reichte es für Franziska Preuß heute zwar nur für den 4. Platz. Sie hat aber als erste Deutsche seit mehr als 6,5 Jahren das gelbe Trikot der Gesamtführenden erobert. Dieser verflixte letzte Schuss ist auch im Ziel das beherrschende Thema bei Franziska Preuß. Einfach ärgerlich. Beim letzten Schießen geht der letzte Schuss daneben. Das war immer so blöd, der letzte Schuss. Das, ja, was man immer predigt, das ganze Jahr draufhalten. Und ja, ich war dann vielleicht ein Ticken zu ungeduldig am Schießstand. Und ja, aber trotzdem war es ein gutes Rennen. 7 Zehntel fehlen am Ende zu Platz 3, dennoch erfreulich. Am Sonntag trägt Preuß das gelbe Trikot gemeinsam mit der punktgleichen Norwegerin Knotten. Die Französin Louis-Jean Monod feiert ihren ersten Weltcupsieg. Vanessa Vogt freut sich über Rang 5. Die DFB-Frauen spielen gleich in der Nations League gegen Dänemark und müssen unbedingt gewinnen, um die Chance auf den Gruppensieg und die Olympia-Qualifikation zu wahren. Ja, Sven Voss sozusagen Showdown in Rostock. Hörst du mich, Sven? Leg los. Ja, es wird vor allem ein eiskalter Showdown. Minus 7 Grad hier im Ostseestadion von Rostock. Und ja, ich höre dich sehr gut. Wenn du mich auch hörst, dann rede ich auch weiter. Ja, also minus 7 Grad hier. Es wird ein eiskalter Showdown hier im Ostseestadion von Rostock. Die deutschen Frauen müssen gewinnen, am besten hoch. Und im Team von Horst Rubesch ist vor allem die Kapitänin Alexandra Popp dafür zuständig, dass das klappt mit einem Sieg gegen Dänemark, damit der Traum von Olympia weiterleben kann. Das Ganze ab 20.15 Uhr hier im ZDF. Danke, Sven. Wir sehen uns gleich wieder. Und die deutschen Handballfrauen, die sind gestern Abend mit einem hart erkämpften Sieg erfolgreich in die WM gestartet. Gegen Japan stand es wenige Sekunden vor Spielende unentschieden. Dann traf Xenia Smits unmittelbar vor der Schlusssirene zum 31:30. Happy End aus deutscher Sicht im dänischen Herning. Ja, und morgen Abend das zweite Gruppenspiel gegen Iran. Dankeschön. Gerne. Zum Schluss noch eine kleine Geschichte, die Sie ermutigen könnte, mal wieder auf dem Dachboden oder im Keller zu kramen. Vielleicht finden Sie einen Schatz. So geschehen jetzt in Italien. In einem Privathaus tauchte nicht irgendein Ölschinken auf, sondern ein Bild vom Renaissance-Maler Botticelli. 50 Jahre lang war es verschollen, geschätzter Wert 100 Millionen Euro. In Zukunft soll die Madonna mit Kind öffentlich ausgestellt werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall im Süden Bayerns. Die Details zum Wetter hat gleich Christa Orben. Das Heute-Journal mit Christian Sievers in der Halbzeitpause um 8:45. Und wir sind morgen wieder da. Ihnen noch einen schönen Abend und alles Gute. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Der Winter will es an diesem 1. Dezembertag wissen. Im Süden des Landes schneite es den ganzen Tag und es hört bis morgen Abend nicht auf. Zwischen dem Allgäu und der unteren Donau können 30 bis 40 Zentimeter Schnee fallen. Das bedeutet Unwettergefahr. Rechnen Sie mit erheblichen Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr. Zwischen dem Bodensee und dem Bayerischen Wald fallen 10 bis 30, zwischen dem Schwarzwald und dem Erzgebirge 5 bis 10 cm Neuschnee. Und übrigens können auch in den Schneeschauern an den Küsten heute Nacht und morgen um 5 cm dabei sein.
Wo es auflockert, sinken die Temperaturen auch über Schnee auf minus 10 Grad. Es ist durchweg frostig heute Nacht. Auch frostig ist der morgige Samstag bei meist minus 5 bis 0 Grad. Nur an den Küsten sind plus 2 Grad möglich. Das liegt hier am noch relativ warmen Wasser. Und das ist in Kombination mit diesem trocken-kalten Wind aus Norden auch der Grund für die Schneeschauer hier, die morgen bis zur Mitte ausgreifen können. Der starke Schneefall im Süden lässt nachmittags von Westen her etwas nach, aber im Südosten Bayerns schneit es bis zum Abend. Ganz anders sieht aber der erste Adventssonntag aus. Da bringt ein Zwischenhoch knackig kaltes, aber ruhiges Wetter. Das nächste Schnee- und Regentief mit glatten Straßen kommt am Montag und am Dienstag. Tschüss.